klar im Schlussspiel Sowjetunion gegen Schweden. Ein Sieg der sowjetischen Mannschaft bedeutet, dass sie zum 20. Mal Weltmeister ist. Ein Unentschieden bedeutet dasselbe. Und die Schweden müssen dieses Schlussspiel gegen die Sowjetunion gewinnen, um Weltmeister zu werden. Für die Schweden wäre es der vierte Weltmeistertitel. Zuletzt waren sie 1962 Weltmeister. Das große Problem für die Schweden wird sein, wie können wir die Starlinie der Sowjets neutralisieren? Denn diese schoss von den 15 Toren der Endrunde für die Sowjetunion nicht weniger als 11. Und Sie erinnern sich, im Spiel gegen Kanada, da erzielten Makarov, Larionov, Krutov und die beiden Verteidiger Fetisov und Kasatonov nicht weniger als 6 der 7 Tore. Zu den Mannschaftsaufstellungen können wir Ihnen noch nichts sagen. Die Spieler, die wirklich zum Einsatz kommen, die werden uns immer erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben. Es sind nur 2 Blätter da mit den üblichen Nummern, wie sie auch hier eingeblendet werden. Das Stadion natürlich bis auf den letzten Platz oder wenigstens fast bis jetzt besetzt, 15.000 Zuschauer. Die Schweden natürlich ohne den schon in der Anfangsphase verletzten Eldebrink, der sich einen Knöchelbruch zugezogen hat. Und für die Sowjets, auch sie haben einen Verletzten, der nicht mehr spielt, nämlich Tjumenev, der sich das Bein gebrochen hat. Das ist die Hitliste der Strafen. Kretschmer aus der Bundesrepublik führt sie mit 30 Strafminuten an. Sonst findet man von diesen beiden Mannschaften, die das Schlussspiel bestreiten, Schweden rechts und Sowjetunion, keinen Spieler unter den ersten 10 der Strafenliste. Spielleiter ist der Pole Dziewicz. Er wird assistiert vom Tschechoslowaken Lipina und vom Bundesdeutschen von De Fenn. Die Kanadier haben heute Nachmittag Finnland in den letzten Minuten noch mit 4:3 bezwingen können. Und das heißt, Kanada ist damit zum 8. Mal Gewinner der Bronzemedaille. Vorjahr waren die Kanadier ja Zweite. Die Finnen sind übrigens zum 5. Mal Vierte geworden und hätten mit der Bronzemedaille die erste Medaille an Weltmeisterschaften der gesamten Geschichte des finnischen Eishockeysports gewonnen. Aber es hat nicht sollen sein. Es sieht wieder so aus, als ob wir abwarten müssen, bis die Mannschaften ihre verschiedenen Blocks erstmals zum Einsatz gebracht haben, um festzustellen, wer wirklich heute Abend zusammenspielt. In der Qualifikationsrunde gab es für die Sowjetunion einen 4:2 Sieg. Zu erwähnen ist auch, und das könnte unter Umständen spielentscheidend sein, im Tor bei den Schweden steht nicht mehr Lindmark, der ausgefallen ist mit einem Schulterbandriss. Für ihn spielt Liljebjörn. Nein, er spielt
Ja, eingeschossen wurde Liljebjörn und das ist jetzt eine Überraschung. Da steht tatsächlich der dritte Torhüter zwischen den Pfosten. Aslin ist der dritte Tormann, den die Schweden hier an die Weltmeisterschaft mitgebracht haben. Wahrscheinlich deshalb, weil Liljebjörn im Investia-Turnier nicht weniger als zweimal 10 Tore einkassiert hat gegen diese sowjetische Mannschaft. Peter Oslin ist der Tormann von Leksand. Er ist 23 Jahre alt und hat bis jetzt erst 6 Spiele in der Nationalmannschaft gespielt. Sein Vorgänger Lindmark gegen 100. Gegen 2000 skandinavische Fans, Schweden und Finnen sind im Stadion und diese machen sich lautstark bemerkbar mit ihren bekannten Rufen und die Reaktion der sowjetischen Zuschauer ist dann immer das Pfeifen. Es beginnt wieder ganz ruhig hier im Stadion, im ausverkauften Stadion. Bikov. Wird fliegend gewechselt. Bereits fast 2 Minuten ohne Spielunterbruch. Und in relativ guter Schussposition befand sich Karlsson. Die Sowjets wechseln aus, hier mit ihrem Coach Tichonov, der nahe an seinem Ziel ist, sich für die Schlappe des Vorjahres revanchieren zu können. Aber mit diesem Gegner hat er im Schlussspiel wohl nicht gerechnet. Ja, Letinov und Gusarov, die bilden ein Verteidigerpaar. Larionov aufs Feld gekommen. Jetzt ist auch Krutov da. Und die Linie komplett. Die gefährliche Linie. Auch die beiden Verteidiger, die dazu gehören. Kasatonov und Fetisov. Und es ist die Linie mit Bär Erik Eklund, mit Rundqvist, Nummer 9, Eklund Nummer 12. Und Tom Eklund, diese Linie spielt gegen den ersten Block der sowjetischen Mannschaft. Der Coach der Schweden, Kure Lindström,
bereits 3 Minuten und 29 Sekunden in diesem Schlussspiel absolviert, 0:0. Schweden bis jetzt in der Abwehr sehr diszipliniert. Sie riskieren nicht allzu viel, sie wollen dem Gegner nicht den sogenannten Messer laufen. Andersen, Steen, Labraten. Die 15 bei den Sowjets ist Komutov. Zwei Minuten sind fällig, die ersten in diesem Spiel. Den muss für 2 Minuten hinaus. Und das gibt den Sowjets bereits Gelegenheit, ihr unwiderstehliches Powerplay aufzuziehen. Und sie kommen auch mit ihrer starken Formation. Das ist stets eine unerhörte Belastung für den Gegner, denn diese 5 Spieler sind Meister in diesen Dingen. Also für 2 Minuten die Schweden nur zu viert gegen die Starlinie der Sowjets. Kasatonov. Und die Scheibe erstmal wegschlagen, damit die Zeit verstreicht. Krutov. Wieder wertvolle Sekunden, die verloren gehen. Fetisov. Offside. Lindström, ein ruhiger Coach, der seinen Leuten Vertrauen einflößen kann. 4:45 sind jetzt gespielt und noch 1:10 die Sowjets mit 5 Feldspielern gegen 4 der Schweden. Komutov. Play der sowjetischen Mannschaft läuft überraschenderweise nicht so gut wie sonst. Überraschend viel Soloarbeit kann man feststellen. In 10 Sekunden ist die Überlegenheitsphase der sowjetischen Mannschaft vorbei. Vilja Letinov. Und jetzt die schwedische Mannschaft wieder vollständig. Das ist noch einmal gut gegangen. Nach 6 Minuten und 4 Sekunden immer noch 0:0. Ja, der Herr Tichonov schimpft. Und es gibt Bulli vor dem schwedischen Tor. Wegen Halten schickt der polnische Head-Schiedsrichter erneut einen Schweden auf die Strafbank. Задержку соперник руками на 2 минуты удален Мац Кильстрём, номер 5 команды Швеции.
Das kostet Nerven und Kraft. Kihlström für 2 Minuten draußen. Hier sehen wir, wie er den Gegner gehalten hat. Und erneut ist die Starlinie da, um aus dieser Situation vielleicht sein Tor herausholen zu können. Larionov. Ja, die Pässe kommen nicht so traumhaft an wie sonst. Makarov. Krutov. Fetisov. Schweden stellen sich gut. Noch knapp eine Minute. Vorteil für das sowjetische Team. Makarov verfolgt die Scheibe. Und sie ist nicht mehr spielbar. Eingabe der Scheibe vor dem schwedischen Tor. Nur noch 45 Sekunden. Noch 35 Sekunden sitzt der Schwede auf der Strafbank. Ein bisschen Nervosität spürt man im Team der sowjetischen Mannschaft. Die wird sich erst legen, wenn der erste Treffer gefallen ist. Jetzt sind die Schweden vollständig. Bis jetzt kluge Taktik der Schweden, die sich die auf das Zerstören des Spiels der sowjetischen Angriffsmaschinerie ausgegangen sind, mit Erfolg bis jetzt. Kmilev, einer der jüngsten seiner Mannschaft, einer der Neuen in diesem Team. Schweden sehr oft erfolgreich im Zweikampf. Torhüter Beloschajkin. Offside. Das ist ein Beginn, nicht ganz nach dem Gusto der einheimischen Zuschauer, die es sich gewohnt sind, dass die eigene Mannschaft schnell in Führung geht.
10 Minuten. Die Hälfte des ersten Drittels ist vorbei und noch immer ist kein Tor gefallen. Der erste Block der Sowjets auf dem Eis. Und die Eklund-Linie spielt gegen diesen ersten Block. Der Erik Eklund 12, 9 Rundqvist und 4 Tom Eklund. Wobei die beiden nicht miteinander verwandt sind. Fetisov. Bis jetzt hat sich Aslin sehr gut gehalten. Der junge Mann im Tor der Schweden, der nur die Nummer 3 ist. Aber seine Kameraden haben ihn auch gut abgeschirmt. Icing, unerlaubter Befreiungsschlag, damit Puck-Eingabe vor Torhüter Aslin. Im ersten Drittel 0 zu 0. Sturmreihe mit dabei. Barnakow mit der Nummer 19. Und Bikov. Ganz überraschend, vor allem in den Reihen der jungen Spieler. Ganz vorsichtiges Verhalten der schwedischen Mannschaft. Sie riskiert fast nichts, konzentriert sich ganz auf die Abwehr. Wagt sich nur selten wie jetzt einmal in das gegnerische Drittel hinein. Diszipliniertes Spiel der Schweden und es steht 0 zu 0 und zum ersten Mal muss auch ein sowjetischer Spieler auf die Strafbank. Es ist Konstantinov. Konstantinov mit seinen 19 Jahren spielt er natürlich die erste Weltmeisterschaft und die Schweden kommen mit ihrem Block. Karlsson, Södergren, Bergqvist. Verteidiger Nordmark und Kingström. Fetisov. Schon 13 Minuten vorbei.
und noch kein Tor gefallen. Das deutet auf eine ausgezeichnete taktische Einstellung der Schweden hin, aber auch darauf, dass die Sowjets ein bisschen nervös sind. Und die Sowjets sind noch für 40 Sekunden nur zu viert. Schweden können kein Powerplay aufziehen. Die Zeit drängt, nur noch 20 Sekunden. Der Erik Eklund. Und jetzt wieder 5 Feldspieler für die Sowjetunion. Usarov und Bijaletinov, die beiden Verteidiger. Und die erste Sturmlinie dazu. Makarov und Konzov. Makarov. Minuten und 50 Sekunden sind schon gespielt im ersten Drittel und es steht immer noch 0:0. Paula Schuss. Jelm, Pauna und Pettersson stürmen für die Schweden. Beziehungsweise versuchen diese erste Linie zu neutralisieren. Sie sehen, dass jeder dieser Stars sofort angegriffen wird. Er hat wenig Spielraum. Larionov, Krutov. Pauna. Noch 4 effektive Spielminuten im ersten Abschnitt. Fetisov. Auch die Verteidiger unerhört beweglich und läuferisch super. Brillante Techniker. Aber man spürt, dass die sowjetischen Spieler eben auch keine Roboter sind, sondern Menschen. Man spürt in dieser Phase, in diesem ersten Drittel, eine physische Drucklage für das sowjetische Team, dem es nicht so hundertprozentig läuft. Vor allem, weil es sich gewohnt ist, sofort schnell Tore zu erzielen und dann in Schuss kommen. Das war bisher nicht der Fall. 16 Minuten 34 gespielt und immer noch 0:0. Södergren, Karlsson und Bergqvist sind auf dem Eis für die Schweden. Konstantinov Schuss.
Starikov und Zelnov. Heißt dieses Verteidigerpaar. Konstantinov. Diese Entscheidung war wohl Sache des Schiedsrichters. Er hat das Spiel nicht unterbrochen. Filaletinov. Es gibt nämlich Situationen, die vom Zuschauer her oder auf dem Bildschirm oder sogar in Zeitlupe ganz anders aussehen, als sie eben der Schiedsrichter sieht aus seinem Gesichtswinkel. Und nur dieser ist natürlich entscheidend für seine persönliche Entscheidung zu pfeifen oder nicht. 17:43 im ersten Drittel, 0:0. Eklund gegen Gusarov. Knilev versucht sich in Scheibenbesitz zu bringen, das ist gelungen. Und Berwuchin, der gelernte Verteidiger hier in dieser Sturmreihe, hatte eine Chance zum ersten Tor. Aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Gut hat sich hier der junge Ostlin im Tor gewehrt. Und wir sehen diese Situation noch einmal. Ostlin macht den Streitereien ein Ende und nimmt die Scheibe unter seinen Handschuh. Eine Minute und 35 noch im ersten Drittel. 0:0 zwischen der Sowjetunion und Schweden. Die Eklund-Linie ist auf dem Eis, aber da spielt jetzt Steen mit. Und auf der anderen Seite Labraten, also eine andere Version. Per-Erik Eklund ist die Nummer 12, ihn sieht man da. Wäre die Scheibe zu einem eigenen Spieler gekommen, hätte der Schiedsrichter das Spiel wegen Handspanns unterbrochen. Kasatsonov. Letzte Minute wird angekündigt, im ersten Drittel werden die Sowjets noch in Führung gehen. Ostlin hat die Scheibe blockiert, der Leksand-Torhüter, ob er sich dabei verletzt hat. Das wäre wohl zu viel des Schlechten für die schwedische Mannschaft. Diese letzten 55 Sekunden setzen die Sowjets noch einmal ihre erste Linie, ihren kompletten ersten Block ein. Fetisov, Kasatsonov, Makarov, Krutov und Larionov. Und die Schweden haben den im Einsatz. Dan Jonsson, den einen Verteidiger. Albelin ist der andere. Den verfolgt Larionov auf Schritt und Tritt. Jeder von den Schweden erfüllt seine Defensivaufgabe
sehr diszipliniert. Am Beispiel von Steen kann man das sehen. Krutov. Und selbst dieser erste Sturm hat tatsächlich Schwierigkeiten gegen diese enge Manndeckung. Und Ende der ersten 20 Minuten, das ist eine überraschende Lage. Es steht 0:0. Ja, meine Damen und Herren, es wird im Verlauf dieser Pause wohl eine kleine Einspielung geben der spannendsten Szenen. Die sind allerdings an einer Hand abzuzählen. Es gab auf beiden Seiten vielleicht eine Tormöglichkeit. Aber wie gesagt, 0:0 zwischen Schweden und der Sowjetunion. Ich melde mich wieder, wenn alles bereit ist zum Beginn des zweiten Abschnitts. Hallo liebe Eishockey-Freunde, es gilt wieder aufmerksam zu sein. In wenigen Sekunden beginnt das zweite Drittel. 0:0 steht es zwischen der Sowjetunion und der schwedischen Mannschaft. Und ich möchte es noch einmal wiederholen. Die schwedische Mannschaft müsste, wenn sie Weltmeister werden will, dieses Spiel gewinnen. Denn Sowjet genügt ein Unentschieden. Der Spielleiter aus Polen, Diskiewicz, und seine Assistenten Lipina, Tschechoslowakei, und von de Feen aus der Bundesrepublik, die haben die Scheibe freigegeben. Die Schweden in Gelb-Blau von rechts nach links im zweiten Abschnitt. Auch die Schussstatistik verhältnismäßig ausgeglichen, 11:9 zugunsten der Sowjetunion. Es gab eine 2-Minuten-Strafe gegen einen sowjetischen Spieler und 2 gegen schwedische Akteure. Und jetzt kommt es zu einem Bulli vor dem schwedischen Tor, das zur Überraschung aller vom dritten schwedischen Hüter Oslin, das ist der Tormann von Leksand, gehütet wird. Lindmark ist wegen Verletzung nicht mehr dabei. Und Ersatztorhüter jetzt Lilje Björn, der bisherige Torhüter Nummer 2. Die erste Linie der Sowjets. Viele, die vielleicht zum ersten Mal jetzt ein Spiel sehen, wenn es auch das letzte ist an dieser Weltmeisterschaft, werden überrascht sein, dass, Achtung, gute Reaktion von Oslin. Jetzt heißt es aufgepasst. Aber das ist während des ganzen Turniers schon hier so gewesen. Die Zuschauer, 15.000 an der Zahl, soweit sie nicht aus Schweden, aus Kanada, aus Amerika oder aus Finnland kommen, die sitzen da, lassen das Spiel an sich vorüberziehen und geben sich Mühe, ja, diszipliniert nicht sich anmerken zu lassen über Freude oder gar die Mannschaft anzufeuern. Das ist scheinbar hier so Sitte. Man jubelt nur, wenn wirklich ein Tor zu beklatschen ist. Aber man muss sagen, das Publikum ist fachkundig. Es klatscht von Zeit zu Zeit einmal, wenn auch der Gegner eine gute Leistung zeigt. Achtung, jetzt sieht es nach Tor Nummer 1 aus, aber Oslin, großartig. Und wegen Halten muss ein Spieler jetzt auf die Strafbank. Ich glaube, der polnische Schiedsrichter zeigt auf einen Schweden, jawohl. Zum dritten Mal in diesem Spiel ein Schwede auf der Strafbank. Es ist die Nummer 20. Nordmark. Und hier sehen wir noch einmal die Szene, in der sich der junge schwedische Hüter Oslin ausgezeichnet gehalten hat. Also eine heiße Szene. Jetzt die nächsten 2 Minuten. Die Schweden wieder nur zu viert.
Karlsson, Nummer 24. Und Captain Södergren. Dazu die Verteidiger Jonsson. Und Nummer 5 Kildström. Das sind die vier Schweden. Bis jetzt ist die Taktik der Schweden aufgegangen. Keine der drei Sturmreihen, nicht einmal die Starlinie, vermochte sich richtig in Szene zu setzen. Makarov an der Torecke, man spürt, es ist Nervosität im britischen Team, dass es heute nicht so gut gelaufen ist bisher. Sehr disziplinierte Abwehr der schwedischen Mannschaft im Kampf Mann gegen Mann. Die erste Linie, der erste Block auf dem Eis. Noch eine halbe Minute, ab die Schweden durchzustehen. Larionov vor dem Tor. Kasatonov, alles kleine Fehler, wie man sie sonst wenig sah bisher im Spiel der Sowjets. Petisov. Makarov. Ein kleiner Blackout der Schweden, konnte nicht ausgewertet werden. Und die schwedische Mannschaft ist wieder vollzählig und es heißt immer noch 0:0. Die Skandinavier feuern die schwedische Mannschaft lautstark an und die Antwort sind Pfiffe. Endlich, genau nach 24 Minuten fällt das erste Tor. Yashin hier im Bild ist der Torschütze. 1:0 für die sowjetische Mannschaft. Nach 4 Minuten im zweiten Drittel. Und dabei kann man dem Torhüter Oslin keinen Vorwurf machen. Er wurde da gewissermaßen ein wenig allein gelassen. Jetzt wird es interessant sein, festzustellen, zu beobachten, ob jetzt mehr Sicherheit in das sowjetische Spiel hineinkommt. Yashin, der Torschütze, und Gusarov, der Mann, der das Zuspiel zu diesem Tor gegeben hat. Das ist Yashin, die Nummer 25, die Sie eben im Bild gesehen haben. Tichonov wird ein Stein vom Herzen gefallen sein, denn er weiß natürlich auch, dass seine Spieler jetzt ganz bestimmt wieder aufdrehen werden und die Startnervosität abgelegt haben. Schauen wir, ob dem so ist. Heißing, Bulli vor dem sowjetischen Torhüter. Mit Hut hier zu sehen, Xavier Unsinn, links im Bild, der Trainer der deutschen Mannschaft, die den Abstieg vermieden hat und Platz 7 belegt dieser Weltmeisterschaft. Polen steigt ab
und wird im kommenden Jahr durch unsere Schweizer Nationalmannschaft ersetzt. 4:26 gespielt im zweiten Drittel, es heißt 1:0 für die sowjetische Mannschaft, Torschütze Jaschin. Der Erik Eklund. Fettisov schneller an der Scheibe. Aber es gibt einzige Eingabe des Pöcks vor Oslind im schwedischen Tor. Die Aktion hinter dem Tor von Jonsson. Das hat er noch. Und beim dritten Versuch erst Fetisov. 2:0. 6:06 gespielt. Zweimal konnte Ostlin abwehren, aber nach vorne. Beim dritten Mal war Fetisov zur Stelle und erzielt sein sechstes Tor an diesen Weltmeisterschaften für seine Mannschaft. Erste Parade, dann der zweite Schuss, den Ostlin noch einmal abwehrt. Aber nicht weit genug und dann kommt Fetisov. 2:0. Man hat es befürchtet. Dass dieses kraftkostende und viel Konzentration kostende Spiel nicht über die gesamte Spielzeit durchgepflegt werden kann, wie es die Schweden gemacht haben. Siebte Spielminute und jetzt sind die Schweden unter Druck. Im zweiten Drittel sind jetzt 7 Minuten gespielt. Die sowjetische Mannschaft führt 2:0 durch die Tore von Jaschin und Fetisov.
Der junge Torhüter Bello Scheikin, der bis jetzt keine allzu großen Probleme zu lösen hatte. Die schwedische Mannschaft hat sich fast total auf die Defensive konzentriert und muss natürlich jetzt herauskommen, denn das Schweden-Team müsste dieses Spiel, um Weltmeister zu werden, gewinnen. Eine sehr schwere, fast unlösbare Aufgabe nach dem, was dieses britische Team bisher in der Endrunde und in den Qualifikationsspielen gezeigt hat. Mittleren Drittel, 2:0 führt die Sowjetunion gegen Schweden. Schweden riskieren jetzt sichtlich mehr. Und jetzt kommen die Pässe hundertprozentig und scharf und präzise wieder an. Kunststück, das Sowjetteam führt mit 2:0. Das ist schon ein beruhigender Vorsprung, wenn man weiß, dass ein Unentschieden genügen würde. Vom Torhüter Horstlin. Diese Aktion hat er einen dritten Treffer, einen sicheren dritten Treffer verhindert. Eklund. Und auf der anderen Seite zeigt sich auch Bello Scheikin als hervorragender Tormann. Aber allzu sehr dürfen sich die Schweden nicht herauslocken lassen. Sie werden sich weiterhin etwas auf Defensive konzentrieren müssen. Denn sonst laufen sie Gefahr, dass alle drei Kombinationsmaschinen der drei sowjetischen Blocks auf Hochtouren zu laufen beginnen. Bald ist die Hälfte des Spiels vorbei. Es steht 2:0 für die Sowjetunion. Nordmark versucht einen Schuss anzubringen. Stellenaufschuss. Makarov vor dem Tor, hat Nordmark Stock eingeklemmt mit dem Unterarm. Zehn, oder zehn besser gesagt. Bergqvist 18, Karlsson 24 und Södergren, der Captain, sind auf dem Eis. Södergren. Jansson. Offside. Jetzt
Jetzt haben wir wieder die Linie mit dem Verteidiger Berwuchin im Einsatz. Die 16 ist Svetlov. Elfte Minute im mittleren Drittel. 2:0 für das Sowjetteam. Konstantinov ist die Nummer 26. Ist nicht auf dem Eis. Berwuchin wollte Yashin anspielen. Gazatonov. Petisov. Da ist Berwuchin. Ja, Erik Eklund. Ah, da heißt es halt aufgepasst. Wenn man einmal zu viel riskiert, die unheimlich startschnellen Sowjets sind schnell zu einer Gegenattacke bereit. Fauna. Erik Eklund, Jonsson. Und die Scheibe ist ins Publikum geflogen. Im mittleren Drittel gespielt, immer noch 2:0 für die sowjetische Mannschaft. Ilja Letinov und Gusarov, die beiden Verteidiger. Komutov, Warnakov und Mikov stürmen. Jon wehrt die Situation. Ein Wechsel bei den Schweden. Makarov inzwischen aufs Eis gekommen. Jetzt ist auch Larionov und Krutov auf dem Eis. Larionov. Krutov. Larionov. Auch diese Superkönner schießen daneben manchmal. Gauson. Sehr gut angetäuschter Schuss und Pettersson hat das mögliche 2:1 verpasst. Pettersson noch einmal.
Und stets müssen die Schweden dann auf die Konter aufpassen. Und Södergren. Noch 5 effektive Spielminuten im zweiten Drittel. Beruhigen, sicherer Verrat durch Torhüter Ausflieg. Erik Eklund, Rundquist. Und Bello Scheikin bemächtigt sich der Scheibe. Die Schweden riskieren etwas mehr. Aber sie sind weiterhin vorsichtig. Und sie tun gut daran. Mit 2:0 ist das Spiel für die Sowjets sicherlich noch nicht definitiv entschieden. Die Tore in der 24. Minute Yashin und in der 27. Fetisov. Steen für die Schweden beim Bulli. Und Tor. Ein Tor ganz aller Rüst erzielt von Tom Eklund. Ganz nach sowjetischem Vorbild. Kurzes Zuspiel und drin ist die Scheibe. 2:1 nur noch für die sowjetische Mannschaft. Nach 15 Minuten und 50 im zweiten Drittel. Regiwars Gunnare Petersen, Nummer 19. Die Scheibe забросил Tom Eklund, Nummer 4. Sweden Goal scored by Tom Eklund, Nummer 4. Assist Lars Gunnar Petersen, Nummer 19. Jetzt dürfen die Schweden nur nicht übermütig werden. Denn jetzt wird sich bestimmt der Druck auf das schwedische Tor erhöhen, um wieder den alten Abstand herstellen zu können. Komutov. Dreieinhalb Minuten effektive Spielzeit noch im zweiten Drittel. Beide Mannschaften haben fliegend gewechselt. Karlsson für Söderström. Und Chance zum Zweitor und ausgewertet. 2:2. Bergqvist. 2:2. Torschütze Bergqvist. 16 Minuten und 53 sind gespielt. Und diese Szenen zeigen, dass das sowjetische Abwehrspiel doch nicht ganz unverwundbar ist. Ganz frei, Bergqvist. 2:2. Jonas Bergqvist, Nummer 18, Assist Håkan Södergren, Nummer 22. Drei effektive Spielminuten noch im zweiten Drittel. Jetzt versucht die erste Sturmreihe, der erste Block der Sowjets wieder zu wirbeln.
Fetisov. Makarov. Samuelsson, der Verteidiger. Kasatonov. Zwei Minuten noch im zweiten Drittel. Wieder Samuelsson, Jonsson. Samuelsson. Und jetzt kommt es zu einer Pöck-Eingabe vor Oslin. Das ist Albelin, einer der Verteidiger, der jetzt eingewechselt wird. Anderthalb Minuten noch im zweiten Abschnitt. Eklund. Ja, das sind zwei Minuten. Das sind zwei Minuten für den Schweden. Und schon fahren die Spieler, die jetzt auf dem Eise waren, für das Sowjetteam zur Spielerbank hinüber. Denn jetzt wird ganz bestimmt der erste Block eingesetzt, um den Dingen wieder eine Wende zu geben. Aber dem ist nicht so. Es kommt. So, Weiße, Komutov, Bikov, die Verteidiger Selnov und Starikov. Den dritten Stürmer bin ich Ihnen noch schuldig, das ist Barnakov. Der Einzige, der nicht aus Moskau kommt, nicht bei einem Moskauer Club spielt, sondern bei Torpedo Gorki. Schwierige Situation für die Schweden, die in kurzer Zeit aus dem 0-2 ein 2-2 gemacht haben. Oh! Aber das macht das Spiel wieder interessant. Milev, Starikov, zweite Netz, nicht Tor. Fünfzehn Sekunden, fliegender Wechsel. Sekunden im zweiten Abschnitt und 40 effektive Spielminuten sind vorbei. Vier Tore, ein taktisch sehr interessantes zweites Drittel und es steht 2-2 zwischen der Sowjetunion und Schweden. Und ich melde mich wieder bei Beginn des letzten Drittels. Meine Damen und Herren, liebe Eishockey-Freunde, machen Sie sich bereit. Das entscheidende letzte Drittel im Schlussspiel der Weltmeisterschaft hier in Moskau steht bevor. Es steht 2-2, überraschenderweise zwischen der Sowjetunion und Schweden.
alle vier Tore sind im mittleren Drittel gefallen, nach dem 0:0 im ersten Abschnitt. Und es hat sich gezeigt, dass die sowjetischen Spieler nicht immer immun sind gegen psychische Einflüsse. Ja, sie sind sogar labiler in dieser Hinsicht als zum Beispiel die Kanadier, die auch bei einem größeren Rückstand kaum Wirkung zeigen und einfach weiterfeiten. Dass hier vor eigenem Publikum Weltmeister werden müssen, scheint die Sowjets doch etwas zu hemmen. Die Statistik 20:19 Schüsse für die Sowjetunion im zweiten Abschnitt strafen. Während 44 Sekunden sitzt hier Jonsson noch auf der Strafbank für die Schweden. Strafen gab im zweiten Drittel nur 2x2 gegen die schwedische Mannschaft. Ein Unentschieden genügt der sowjetischen Mannschaft zum Weltmeistertitel. Die Schweden müssen gewinnen. Knappe halbe Minute noch, dann ist die schwedische Mannschaft wieder vollzählig, aber jetzt vorläufig noch unter Druck des Powerplays der Sowjets, die selbstverständlich mit Block Nummer 1 auf dem Eise sind. Larionov, Makarov, und er ist gut, der junge Torhüter Oslin. Und in diesem Augenblick ist die schwedische Mannschaft wieder komplett. Und der schwedische Torhüter hat seinen Stock zerbrochen und muss sich wehren mit einem normalen Spielerstock. Und er steht immer noch mit diesem Spielerstock zwischen den Pfosten. Die Reste hat er jetzt weggeschubst, dass sie ein bisschen vor ihm liegen, vielleicht sogar als Schutz. Und jetzt Glück für Oslin, Spielunterbruch und ein neuer Stock kann ihm übergeben werden. Er hält sich wirklich gut, der Torhüter von Leksand, die Nummer 3, die natürlich nicht so intensiv trainiert während der Weltmeisterschaft, wenn zwei Torhüter vor ihm schon im Einsatz sind, Nummer 1 und Nummer 2. Aber er hat bis jetzt große Leistungen gezeigt und hat sein großes Verdienst, dass seine Mannschaft nicht im Rückstand liegt. Starikov. Es wird auch entscheidend sein, ob die jungen Schweden die nötige Kraft haben, dieses Spiel in defensiver Hinsicht so durchzuhalten bis zum Ende des Spiels. Und dabei sollten sie ja noch ein Tor schießen und gewinnen, wenn sie Weltmeister werden wollen. Jetzt steht das schwedische Tor schwer unter Druck. Neuer Anlauf, Starikov. Yashin ist gekommen mit Svetlov. Und Berwuchin, der Verteidiger, der Stürmer spielt. Es ist in diesen ersten zwei Dritteln auch zutage getreten, dass zwischen dem ersten Block und den anderen Sturmreihen doch große Unterschiede bestehen. Und auffallend, dass immer hinter den relativ unerfahrenen Sturmblöcken die zwei Routiniers, Kasatsonov und Fetisov, in der Abwehr standen. Yashin.
2:2 heißt es. Dritte Minute im letzten entscheidenden Drittel. Yashin und Carlson beim Bulli. Nordmark. Vilja Letinov. Viele Fehlpässe schleichen sich ein. Die Spiele sind auch nicht mehr so präzise, so scharf. Jetzt brauchen sich die Sowjets noch keine Sorgen zu machen. Sie sind im Moment Weltmeister mit dem 2:2. Petitov. Das Spiel von bemerkenswerter Fairness. Gut gespielt vom jungen Kmilev. Fliegender Wechsel bei beiden. Der erste Block für die Sowjets auf dem Eis. Oh, auch Beloschaikin zeigt Unsicherheiten. Krutov. Wenn die mal losziehen mit der Scheibe, unheimlich schnell. Und wieder der ausgezeichnete Torhüter Oslin. Petitov, der Verteidiger. Krutov. Oslin. Er spielt das Spiel seines Lebens heute. Und hier in der Bild. Mitte rechts haben Sie Simon Schenk gesehen, den Schweizer Nationaltrainer, und neben ihm ein alter internationaler Kämpfer unserer Nationalmannschaft, Uli Hoffmann. Und die Szene. Kurt Lindström, 46 Jahre alt ist er, ein gewiefter Taktiker. Genau 5 Minuten sind gespielt im letzten Abschnitt. Mark. Spielet. Darauf der Verteidiger. Diese Sturmreihe hat überhaupt keine Überlegenheitsphase zustande gebracht. Siebte Minute im letzten Drittel, immer noch 2:2. Buongiorno, sì.
Galetinov und Gusarov. Yashin gegen Samuelsson. Die Schweden mit einer unerhört disziplinierten und konzentrierten Abwehr in dieser Partie. Jonsson. Exakt 7 Minuten gespielt. Noch 13 effektive Spielminuten. Der Erik Eklund. Tom Eklund, Nummer 4, gegen Bilja Letinov. Äußerst kluge Taktik der schwedischen Mannschaft bis jetzt. Und für diejenigen, die vielleicht erst jetzt zu unserer Übertragung kommen, das erste Drittel endete 0:0. Alle 4 Tore, die bisher gefallen sind, fielen im zweiten Drittel. In der 4. und 7. Minute durch Yashin und Fetisov 2:0. In der 16. und 17. Minute durch Tom Eklund und Bergqvist zum 2:2. Und die Superlinie der sowjetischen Mannschaft, der erste Block, kam noch nicht auf Touren bis jetzt. Eine geschickte Taktik der schwedischen Mannschaft hat dies verhindert. Sehr disziplinierte Abwehr, vor allem im ersten Drittel, und enge, konsequente Manndeckung. Fetisov. Und im Tor der Schweden steht Oslin, der dritte Torhüter, der eine ganz hervorragende Partie bis jetzt gespielt hat. Und da kommt der Konter. Zwei Schweden sind zwar hinten, aber da läuft ein Verteidiger mit, Fetisov. Und einmal mehr ist dieser fantastische Torhüter Oslin, man kann es nicht anders sagen, Endstation einer sowjetischen Attacke. Sie wissen, dass Lindmark ausgeschieden ist mit einem Schulterbandriss. Und heute hat männlich erwartet, dass der zweite Torhüter Liljebjörn nun im Tor stehen würde. Aber dieser Mann hat im Isbestia-Turnier in 2 Spielen 20 Tore kassiert gegen die Sowjetunion. Und so hat man gedacht, es wäre vielleicht besser, den unbelasteten dritten Tormann einzusetzen. Und bisher hat man recht getan. Es steht 2:2, 9. Minute im letzten Drittel zwischen Sowjetunion und Schweden. Likov. Selnov kam nicht an die Scheibe heran. Selnov mit Bergmark zusammen, mit Nordmark zusammengeprallt. Und erstaunlich festzustellen, dass die Superlinie schon längere Zeit nicht mehr auf dem Eis gewesen ist. Tichonov, der geliebte Taktiker, spart sie vielleicht für den Endspurt, denn man muss wissen, dass ein Unentschieden die sowjetische Mannschaft zum Weltmeister macht. Im Moment ist sie es also.
mit 2:2. Und die Hälfte des letzten entscheidenden Drittels ist in wenigen Sekunden um. Beryl Eklund, Veloschajkin, mit viel weniger Arbeit als sein Gegenüber. Konstantinov mit Nummer 26 ist jetzt auf dem Eis und die Verteidiger heißen jetzt Fetisov und Belaletinov. Fauna Johnson. Das Spiel hat sich absolut ausgeglichen. Tichonov hält die Geheimwaffe zurück, die jetzt zum ersten Mal seit vielen Minuten wieder einmal im Einsatz ist. Makarov, Larionov und Krutov. Und die Standardbesetzung auch in der Abwehr. Fetisov und Kasatsonov. 10. Aufgepasst. Auf diese antrittsschnellen Leute wie Makarov hier. Man stellt sich gut auf schwedischer Seite. Krutov. Da ist ein Icing fällig und der Puck wird vor Torhüter Oslin wieder ins Spiel gegeben. Unerhörte Spannung hier im vollbesetzten Wintersportpalast hier in Moskau. Winter ist es allerdings draußen nicht mehr. Heute erreichte das Thermometer 23 Grad und strahlender Sonnenschein. Oh, ein Wunder ist geschehen. Die sowjetischen Zuschauer kommen mal aus sich heraus und rufen Scheibu. Das erste Mal, dass ich das höre während des ganzen Turniers. Sie wissen wohl, dass die Mannschaft es eigentlich überraschenderweise nötig hat, angespornt zu werden. 11:51 gespielt im letzten Drittel. 2:2. Und im Moment die Sowjetunion Weltmeister. Die Schweden müssen gewinnen. Beim Bulli ist Dikov und Carlson. Effektive Spielminute. Konzentriert auch der schwedische Coach Kåre Lindström. Starikov, Stelnov, das Verteidigerpaar. Vikov. Komutov und die Nummer 19 Varnakov. So präsentiert sich die Sturmreihe der Sowjets im Augenblick. Der Erik Eklund zieht den Kürzeren für einmal. Fauna. Carlson, Johnson, Rundquist Nummer 9. Wie
Ilja Letinov. Bei allem Staunen darüber, dass vor dem Glanz des sowjetischen Spiels doch etwas abgekratzt worden ist, muss man erwähnen, dass auch die sowjetische Mannschaft natürlich das 10. Spiel spielt. Auch wenn sie alle Spiele gewonnen haben, so haben diese Spiele auch für sie viel Kraft gekostet. 14. Minute, immer noch 2:2. Mit dem Unentschieden sind die Sowjets Weltmeister. Larionov, Makarov, Krutov sicher vor dem Tor. Da kommt der Pass und Kasatonov verpasst. Und der Konter kommt aber nicht schnell genug. Und ich muss es betonen, bemerkenswert, Fairness in diesem Spiel, das übrigens vom polnischen Schiedsrichter gut geleitet wird. Sitkiewicz heißt der Mann. Achtung auf Krutov, Makarov, der Mann, der die Torschützenliste anführt. Mit nicht weniger als 14 Assists und 4 erzielten Toren. 3 in der Endrunde. Die Spannung steigt. Der polnische Schiedsrichter übrigens zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft im Einsatz. Viktor Tichonov. Bis jetzt ist er mit seinem Team Weltmeister mit dem 2:2. Ob den Schweden die Kraft noch reicht, um noch einmal zuzuschlagen? Sie sind in einem Dilemma. Sie dürfen auch nicht zu offensiv werden und die Abwehr zu sehr öffnen. Starikov. Oslin gibt der Mannschaft unerwartet großes Selbstvertrauen. Mit diesem Spiel hat er sich sicher schon zum Standardhüter der schwedischen Nationalmannschaft emporgehisst. Etwas mehr als 5 effektive Spielminuten noch. 2:2 steht es. Irgendwann bei diesem Spielstand müssen die Schweden noch einmal alles riskieren. Alles oder nicht. Wenn die Sowjets nicht alles vorher klar machen, auf dem Weg dazu sind sie mit diesem Tor. Und wie sie jubeln, das zeigt auch deutlich, wie schwer es für sie war bis jetzt. Bikov ist der Torschütze zum 3:2. Und jetzt können sie jubeln hier. Die Leute auf der Tribüne, die 15.000, die so still und diszipliniert da sitzen, wenn das Spiel läuft. Aber jetzt freuen sie sich an diesem Treffer. Scheibe забросил Вячеслав Быков, Nummer 27. An diesem Treffer, der vielleicht eine Vorentscheidung in diesem Spiel ist. Denn jetzt sind die Schweden gezwungen zu öffnen, ganz total auf Offensive umzuschalten, wenn sie in den letzten 4 Minuten und 14 Sekunden den Dingen noch eine Wende geben wollen. Drei zu zwei also. Jetzt müssten die Schweden 2 Tore schießen.
Kopftreffer ist jetzt das sechste Tor an dieser Weltmeisterschaft. Der erste Block kommt noch einmal. Interessant ist, dass in diesem Spiel nur gerade ein Tor bis jetzt vom ersten Block stammt, dasjenige von Fetisov zum 2:0. Krutov. Makarov. Kazatonov. Krutov. Welche Wendigkeit. Noch 4 effektive Spielminuten. Jetzt bleibt den Schweden wirklich nichts anderes übrig zu diesem Zeitpunkt, als alles zu riskieren. Doppelt oder nichts. Hier ein Spieler muss auf die Strafbank stehen. Für die Schweden und Krutov für die Sowjetunion. Oder doch nicht stehen, sondern das ist Pettersen. Pettersen und Krutov auf der Strafbank 4 gegen 4 und nicht mehr ganz 4 Minuten effektive Spielzeit zu absolvieren. Die sowjetische Mannschaft führt mit 3:2. Die Schweden müssten jetzt 2 Tore erzielen, um noch Weltmeister werden zu können. Bulli im schwedischen Drittel. Södergren. Aber das über lange Zeit defensive Spiel der Schweden hat viel Kraft gekostet. Ich weiß nicht, ob sie die Kraft noch haben. Nur noch 3 Minuten. Aber man muss schon sagen, dieses schwedische Team hat dem bisher 19-fachen Weltmeister alles abgefordert. Und die große Überraschung war der schwedische Hüter. Der dritte Mann. Larionov, Makarov, Kazatonov. Die letzten 2 Minuten in diesem Spiel, das doch noch voller Spannung gewesen ist und dramatisch war und dies vor allem dank einer ganz hervorragend eingestellten jungen schwedischen Mannschaft, der man das eigentlich in diesem Schlussspiel nicht zugetraut hat, nach dem, was man von den Sowjets bisher gesehen hat. Anderthalb Minuten noch. Und
aber Beloschajkin deckt hervorragend seine Ecke. 10. Köpke im Publikum. Hut ab vor dieser hervorragenden Leistung der schwedischen Mannschaft. Die jetzt, wenn ich das Zeichen richtig gedeutet habe, das Timeout verlangt. Das ist Aslin. Aslin, der wirklich eine großartige Partie gespielt hat und ein echtes Rückgrat war für diese hervorragend eingestellte schwedische Mannschaft. Sie hat ja auch schon im Qualifikationsspiel nur 2-4 gegen die Sowjets verloren. Aber wenn man an die 1-10 und 2-10 Niederlagen denkt, welche Schweden im Isvestia-Turnier gegen die Sowjets einkassiert hat. Und im Vorjahr waren die Schweden ja nur auf Platz 6 hinter den Finnen. Die Skandinavier haben sich gewaltig gesteigert. Die Finnen sind nur um Haaresbreite an einer möglichen Bronzemedaille heute Nachmittag gegen Kanada vorbei geschlittert. Kanada ist Dritter, Finnland ist Vierter dieser Weltmeisterschaft. Etwas mehr als eine Minute noch. Kmilev Chance. Endstation Aslin. Ein Name, den man sich merken muss. Und diese schwedische Mannschaft, die wird uns vielleicht noch manche tolle Überraschung liefern. Im kommenden Jahr finden ja die Weltmeisterschaften in Wien statt. Dann wird auch die Schweizer Mannschaft anstelle der abgestiegenen Polen mit dabei sein. Und dann werden vor allem auch die Tschechoslowaken wieder dabei sein. Sie werden sicher von ihren Fehlern, welche sie dieses Jahr in der Vorbereitungsphase gemacht haben, gelernt haben und sich dann für die Schlappe des Jahres 86 revanchieren. Nun ist es die sowjetische Mannschaft, welche vom Recht der 30 Sekunden Timeout Gebrauch macht, während Torhüter Aslin umarmt wird von seinen Kameraden. Es wird ihm gratuliert, zu Recht. Er hat eine tolle Leistung gebracht. Es war nicht sein erstes Länderspiel, sicher nicht, aber ich glaube, mehr als 6 hat er bisher noch nicht gespielt. 3-2 also und nur noch 47 Sekunden gespielt. Aber hier geht es nicht nur um die Goldmedaille, sondern auch um Prestige und deshalb bringen die Schweden jetzt einen 6. Feldspieler aufs Eis, um wenn möglich noch den Ausgleich erzielen zu können. 3-2 heißt es und dieser Spielstand ist denn Sowjets bestimmt nicht geschenkt worden. Sie mussten ihn sich hart verdienen. Nordmark versucht zu verhindern, dass ein Weitschuss ins Tor geht. Sie sehen es, 31 Sekunden noch. Und es ist trotzdem auch ohne die Tschechoslowakei zu einem spannenden, wirklich guten Schlussspiel dieser 51. Weltmeisterschaft gekommen.
Handicap der Schweden natürlich. Ihnen genügte nicht wie den Sowjets ein Unentschieden. Sie müssten das Spiel gewinnen. Dazu bleibt aber nur noch jetzt 30 Sekunden Zeit. Makarov. Sekunden. Und das Spiel ist zu Ende. Mit Mühe, aber doch schlussendlich sicher gewinnt die sowjetische Mannschaft. Eine der besten, die man bisher gesehen hat, nicht in diesem Spiel, sondern insgesamt über alle Spiele gesehen, gegen Schweden mit 3:2 und wird damit Rekordweltmeister. Die Kanadier waren bis jetzt 19 Mal Weltmeister, jetzt sind die Russen zum 20. Mal Weltmeister geworden und sie haben ihr lang ersehntes Ziel erreicht, die Kanadier überflügelt zu haben. Das ist der Schlussstand dieser Weltmeisterschaften. Goldmedaille für die Sowjetunion, Silbermedaille für die ausgezeichneten Schweden, die sich mächtig gesteigert haben. Bronzemedaille für die Kanadier. Dann Platz 4 Finnland. Und jetzt die Nationalhymne für den Weltmeister. Tschechoslowaken, die hier eine unglückliche Vorstellung gegeben haben. Platz 6 USA, Platz 7 die Bundesrepublik, Platz 8 und damit Absteiger die Polen, die im kommenden Jahr in Wien durch die Schweizer Mannschaft ersetzt werden. Sikov bekommt den Preis für den besten Spieler in dieser Partie. Auf der anderen Seite darf sehr verdient Oslin, der dritte Mann der Schweden im Tor, diese Auszeichnung entgegennehmen. Und jetzt sind die sowjetischen Spieler zum 20. Male Eishockey-Weltmeister geworden und es ist fast totenstill hier in der Halle. Man feiert nicht, man geht nicht aus sich heraus und auf dem Bildschirm sehen Sie noch einmal die...